Die Petzl Swift RL ist unser Testsieger. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, die Lampe kostet 100 Euro und dafür bekommt man wirklich eine tolle Lampe. Zum zweiten, sie ist klein, kompakt und leicht. Der Akku ist im Lampenkopf verbaut, was nicht wirklich stört, weil er nicht sonderlich schwer ist. Der Stirnriemen oder das Kopfband, das man sehr einfach auch in der Länge verstellen kann, hat hinten so eine Doppelung, wodurch die Lampe wirklich sehr kompakt auch auf einem Helm sitzt. Ansonsten ist auffällig an der Petzl Swift, dass die im Prinzip drei Linsen hat, so wie es ausschaut. Allerdings ist das ganz rechte keine Linse, sondern dieses Reactive Light, der Sensor für das Reactive Light, wo die Helligkeit in dem Modus ja automatisch kontrolliert und eingestellt wird, je nachdem wie viel Licht reflektiert. Ich schalte die über den zentralen Knopf ein. Die schaltet sich in den Modus ein, in dem man sie auch ausgeschaltet hat. Und durch Drücken durch die Modi komme ich da wieder durch. Ich kann, wenn ich länger drücke, halt nur eine der zwei Lichtquellen vorne einschalten. Oder wenn ich halt dann wieder wechseln will, in den anderen Modus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Licht diese kleine, kompakte Lampe tatsächlich hergibt.